Schauen wir uns gemeinsam an, wie die Kalkulation im Branchenmodell Holzbau funktioniert. Wir haben dafür hier ganz einfach mal eine kleine Beispielplanung gemacht. Wenn wir uns die in der 3D kurz mal anschauen, sehen wir ganz kleines, einfaches Häuschen mit einem Quergiebel und einem Anbau dran. Und wir sehen schon, hier ist wirklich nur das Dachgeschoss vorhanden, aber nicht ausgeplant. Der Keller ist ebenfalls nur als reiner Keller vorhanden. Und wir haben hier einfach wirklich nur mal den Plan im Erdgeschoss fertig gemacht. Was ist das, was Sie tun müssen, wenn Sie sagen, okay, ich will wissen, was kostet mich das Haus denn jetzt? Das Einzige, was Sie dafür tun müssen, ist, Sie klicken auf das blaue Eurozeichen. Wichtig ist eins, Sie können dies zu jedem Zeitpunkt der Planungsphase machen. Das heißt also, immer dann, wenn Sie sagen wollen, was kostet mich denn das, was bis jetzt geplant ist, können Sie auf dieses blaue Eurozeichen klicken. Und das, was das Programm jetzt macht, ist eins, es ermittelt alle bis zum jetzigen Zeitpunkt verplanten Massen und Mengen, ermittelt sämtliche Beziehungsinformationen und gibt diese entsprechend nach außen, startet die Kalkulation automatisch an. Und das Erste, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss mich an das Kalkulationsprogramm anmelden. Das mache ich jetzt hier mal als Administrator. Wichtig ist eins, diese Anmeldung steuert an der Stelle natürlich die gesamte Oberfläche der Kalkulation. Das heißt also, ein Verkäufer hat ganz andere Möglichkeiten als der Kalkulator oder der Unternehmer, der natürlich dort viel mehr machen kann. Das nächste, was ich tun darf, ist, ich darf festlegen, wie soll mein Kalkulationsprojekt heißen. Ich nenne es einfach mal Muster. Und jetzt passiert eins, die Kalkulation nimmt sich sämtliche übergebenen Massen, Mengen und Beziehungsinformationen. Sie haben auf der Liste 90% der Kalkulation ist ja die Planung, weil dort entsprechend die ganzen Ermittlungen erfolgen und erzeugt uns daraus jetzt ein Kalkulationsprojekt. Wir haben hier als nächstes nochmal die Möglichkeit, die interessanten Daten, welche aus der Planung übernommen worden sind, entsprechend zu verändern, zu ergänzen oder wenn Sie sie dort nicht eingegeben haben, hier einfach zu erfassen. Und dann erzeugt uns die Kalkulation das Kalkulationsprojekt und wir stehen erst einmal im Dialog Grundeinstellungen. Das, was die Kalkulation im Hintergrund gemacht hat, ist eins, sie hat die Masterkalkulation genommen. Für diejenigen von Ihnen, die dort mit AFA oder Handwerkerprogramm schon unterwegs waren, Sie können das gleichsetzen im AFA-Deutsch mit Mutter-LV, quasi eine Kopiervorlage und hat daraus jetzt unsere Projektkalkulation erzeugt. Das, was Sie üblicherweise tun würden, wenn Sie jetzt ganz normal ein Haus berechnen, ist, dass Sie hier links oben einfach nur einmal auf Berechnen klicken und dann, das ist die Idee von VI, wird die Geometrie, sprich das Haus, was Sie geplant haben, so kalkuliert, wie Sie es bei sich üblicherweise ausführen. Das heißt also, das, was bei Ihnen der Standard ist, wir könnten auch sagen, Ihre Standardbauleistungsbeschreibung ist das, was voreingestellt ist. Das heißt also, die Idee ist, die Kalkulation wird so eingerichtet, dass ohne dass Sie irgendetwas tun müssen, Sie lediglich einen Hausplan sagen, kalkuliere mir das Ganze und dann wird das Haus so, wie es geplant ist, in dem bei Ihnen vorhandenen Standort ausgeführt, ohne dass Sie noch irgendetwas tun müssen. Machen wir eins, schauen wir uns das Ganze in der Oberfläche mal im Detail an. Wir haben hier ganz oben eben die Auswahl, die Steuerung für unsere Standardbauleistungsbeschreibung, hier Wohlfühlhaus. Und das, was dort hinterlegt ist, ist eben die Beschreibung, wie wird es bei Ihnen standardmäßig ausgeführt. Diejenigen von Ihnen, die sagen, ich habe keine Standardbaubeschreibung, kein Thema. Das, was Sie dort einstellen, ist schlicht und ergreifend das, was Sie üblicherweise tun. Welche Materialien verwenden Sie, welche Ständerstärken verwenden Sie, wie wird die Wand beplankt, was ist üblicherweise der Dämmstoff für die Dachdämmung, für die Gefachedämmung und so weiter und so fort. Und die Kombination dieser einzelnen Materialien, die Sie verwenden, ergibt letztendlich
nämlich das, was in den größeren Unternehmen oder in der Fertighausindustrie eben als Standardbaubeschreibung bezeichnet wird. Und wie gesagt, wer von Ihnen dort mit dem Thema Standardbaubeschreibung ein Thema hat, das ist einfach wirklich nur der bei Ihnen üblichste Mix an den entsprechenden Baustoffen. Wichtig, die Kalkulation selber könnte beliebig viele Baubeschreibungen verwalten. Wenn es mehrere gäbe, würden Sie diese hier ganz einfach auswählen können. Als nächstes, in der Oberfläche haben Sie die Möglichkeit zu sagen, nach welcher Preisliste soll das Ganze kalkuliert werden. Auch hier wieder, die Kalkulation ist in der Lage, unbegrenzt viele Preislisten parallel zu verwalten. Eine Preisliste beinhaltet Ihre Herstellkosten und alle Aufschlagssätze plus Währungskennzeichen etc. Das heißt, für diejenigen von Ihnen, die mit unterschiedlichen Währungen operieren dürfen, zum Beispiel mit Luxemburg oder ähnlichen Ländern. Sie könnten hier beliebig viele Preislisten anlegen. Sie können diese Preislisten landesbezogen machen. Und ganz wichtig, Sie sind grundsätzlich in der Lage, eben hier mit den entsprechenden unterschiedlichen Herstellkosten und Aufschlagssätzen zu arbeiten. Sie sehen hier in der Holz zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Preisliste 2017, Preisliste 2017 Süddeutschland. Und das, was ich ganz gerne immer noch an der Stelle sage, immer dann, wenn es mal preislich eng werden würde, macht es halt Sinn, wenn man dort nochmal eine Preisliste hat, wo die reinen Herstellkosten drin sind, einfach, dass man sieht, okay, wenn man den Auftrag unbedingt haben wollte, ne, für welchen Preis müsste ich oder könnte ich ihn minimal entsprechend ausführen. Neben Baubeschreibung und Preisliste kann ich als nächstes die Hausart einstellen. Bei der Hausart sehen wir hier haben wir entsprechende Ausführungen wie Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenendhaus, Reihenmittelhaus. Hier gibt es auch jetzt schon den ein oder anderen Unterschied zum Branchenmodell Massiv. Das heißt, hier in der Holzkalkulation sind natürlich Varianten wie Aufstockung, Anbau und so weiter und so fort vorhanden. Wichtig ist eins, die Auswahl dieser Hausart führt zum einen dazu, dass die hier gewählte Hausart im Angebot steht, einfach um auszuschließen, dass irgendjemand sagt, ich hatte aber gedacht, Sie verkaufen mir ein Einfamilienhaus und es ist Anführungszeichen nur eine Aufstockung. Und zum anderen ist es so, dass an diesen Einstellungen eine ganze Menge an Prüfungsfunktionen dranhängen, die Ihnen bei der Kalkulation des Hauses die Sicherheit geben, dass Sie sich auf das Angebot entsprechend verlassen können. Ich mache ein Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung anbieten würden, dann prüft das System automatisch, gibt es zwei getrennte Zuwegungsmöglichkeiten in die entsprechenden Wohneinheiten. Egal jetzt ob Außentüren oder Wohnungseingangstüren. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wird Ihnen an einer ganz wichtigen zentralen Stelle in der Kalkulation Bescheid gesagt. Das ist das Ereignisprotokoll, was dafür da ist, eine Kommunikation zum Bearbeiter herzustellen. Und immer wenn irgendwas, sagen wir, komisch ist, ne, ihm den Hinweis zu geben, guck mal bitte dort entsprechend nach. Und ich könnte das Ganze genauso bei Reihenendhaus sagen. Beim Reihenendhaus wird halt geguckt, dass wirklich in jedem der Geschosse eine entsprechende Gebäudetrennwand vorhanden ist. Wenn es ein Reihenmittelhaus ist, müssten es halt in jedem Geschoss zwei sein und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Einstellung hat neben einer textlichen Ausweisung auch eine ganze Menge an Sicherheitsprüfungen entsprechend mit zur Folge. Als nächstes können wir im Bereich Ausbaustufen einstellen, mit was für einem Angebotsumfang wollen Sie in das Kundenangebot einsteigen? Bitte Achtung, Angebotsumfang heißt, auf Gewerkeebene wird gesagt, ist etwas drin, ist etwas nicht drin. Das heißt also, wir haben hier die Varianten wie zum Beispiel schlüsselfertig, bezugsfertig oder Ausbauhaus. Und Sie werden in der Lage, geschossweise zu sagen, mit was wollen Sie in das Kundenangebot einsteigen. Warum betone ich so dieses Thema ins Kundenangebot einsteigen? Ich mache es vielleicht mal beim Kellergeschoss deutlich. Für viele Holzbauer ist es immer wieder ein Thema,
Was biete ich an? Biete ich Anführungszeichen nur mein Haus an oder biete ich die Bodenplatte, auf die es gestellt wird, oder den Keller, auf den es gestellt wird, zusätzlich mit an? Und das ist letztendlich das, was damit steuert, wie wird der Preis, der auf der ersten Seite üblicherweise des Angebotes steht, gebildet. Üblich in der Holzbaukalkulation und auch so voreingestellt ist für das Kellergeschoss die Ausbaustufe Keller nicht enthalten. Kurzer Hinweis, die gibt es zum Beispiel in der Massivkalkulation gar nicht. Okay? Also klassische Voreinstellung Holzbau ist Kellergeschoss, Keller nicht enthalten. Das heißt, der erste Preis, den der Kunde sieht, ist erst einmal eben nur das Holzhaus. Okay. Sie sehen, es gäbe auch die Variante, den Rohbaukeller und die Bodenplatte bzw. inklusive Kellerinnenausbau, das Ganze ebenfalls gleich in diesen Grundpreis zu inkludieren. Wichtig ist eins, diese Einstellungen könnten geschossweise gemacht werden. Das heißt also, ich kann sagen, Keller ist nicht enthalten, Erdgeschoss ist schlüsselfertig, Dachgeschoss ist Ausbauhaus. Und obwohl ich über diese Steuerung der Ausbaustufen, die letztendlich, ich sage das schon, gewerkeweise festlegt, ist drin, ist nicht drin, faktisch den gesamten Angebotsumfang steuern kann, ist es aus angebotstechnischer, verkaufsphilosophischer Betrachtung nicht ausreichend, und es gibt ergänzend zu den Ausbaustufen noch die Möglichkeiten, den Angebotsumfang im Verlauf des Angebotes zu verändern. Und zwar, wenn wir uns das oben im Dialog anschauen, haben wir zum einen die Eigenleistungspakete. Was Sie im Moment ganz gut sehen, ist, sobald Sie auf irgendeine der Schaltflächen in der Kalkulation gehen, kommen immer Tooltips, die Ihnen genau erklären, was dort dahinter ist. Das heißt also, bitte das einfach beachten, und dann werden Sie schon sehr, sehr, sehr intuitiv mit der Kalkulation arbeiten können. Das heißt also, die Eigenleistungspakete, und es schenkt uns an sich der Name, die Eigenleistungspakete stellen eine Möglichkeit dar. Ich klicke einfach mal drauf. Angebotsteile, die im Angebotsumfang, sprich in der Ausbaustufe bereits enthalten sind, paketweise rauszunehmen. Okay? Warum sage ich, die in der Ausbaustufe enthalten sind? Ganz wichtig ist eins, die Eigenleistungspakete und auch das, was wir uns gleich noch angucken, das Pendant dazu, die Leistungspakete, haben eine Prüffunktion, die Ihnen als Anwender die Garantie gibt, dass dort keine Fehler passieren. Punkt. Die Oberfläche ist ausgelegt darauf, dass Verkäufer damit arbeiten können. Das heißt also, das System sichert ab, Sie können nur Sachen rausnehmen, die wirklich enthalten sind. Oder, wenn wir uns dann die Leistungspakete anschauen, Sie können nur die Sachen zusätzlich verkaufen, die nicht im Angebotsumfang schon drin sind. Also ganz einfach, immer dieses Sicherheitsding. Die Eigenleistungspakete selber, wenn wir uns das hier anschauen, sind, wenn wir das einfach kurz mal überfliegen, letztendlich alles das, was in der Praxis denkbar ist oder das, was halt der klassische Holzbauer braucht. Das heißt also, von Varianten, dass ich komplette Leistungsbereiche einfach rausnehme, wie Heizung, Wasser, Sanitärinstallation und Haustechnik. Das heißt, ich könnte schlüsselfertig anfangen, könnte runtergehen bis auf den reinen Holzbau, bis halt zu entsprechenden Varianten wie Gipsplatten an den Wänden anbringen. Ne? Gipsplatten an den Wänden anbringen, aber das Material wird geliefert. All das, was ich hier sehen, ist Standardbestandteil des Branchenmodells Holzbau, und dieses ist schlicht und ergreifend eben auf kleinere Holzbaufirmen, die von 2 bis vielleicht 60, 70 Häuser arbeiten. Darauf ist der Inhalt dieses Modells abgestellt, an dem wir immer jedes Jahr mit den Arbeitskreisen dran arbeiten. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als Holzbauer sich genau in diesen Inhalten wiederfinden, wenn Sie sich vielleicht mit diesen Videos oder mit unseren Coaches damit beschäftigen, ist ganz, ganz extrem hoch, da halt die Denkweise in diesem Bereich sehr, sehr ähnlich ist. Wichtig ist eins, mit diesen Eigenleistungspaketen können Sie einfach mit einem Klick sagen, okay, entweder Kunde macht Leistungs- und Material selber, oder aber er macht nur die Leistung selber, Sie liefern ihm das entsprechende Material mit. Das, was Sie dafür tun müssen, ist nur eins. Sie sehen, es gibt entsprechende Schaltflächen. Das heißt also, Sie können entweder sagen, alle Geschosse an, oder Sie könnten sagen, einzelne Geschosse, ich mache mal eins, ich gehe wirklich mal auf alle Geschosse.
Und jetzt sehen Sie eins, obwohl ich auf alle Geschosse angeklickt habe, wird dieses Eigenleistungspaket Bodenbelege eben nur im Erdgeschoss aktiv. Ich hatte es gerade kurz schon erläutert, 100%ige Sicherheit, absolute Prüfung. Dazu ist das Ganze technisch überhaupt möglich. Der Keller ist nicht enthalten, da kann ich keine Eigenleistung rausnehmen. Im Dachgeschoss habe ich nur ein Ausbauhaus und im Ausbauhaus sind die Bodenblocksarbeiten schon im Standard nicht drin. Das heißt also deswegen eben immer wieder diese Prüfung hier. Ich hatte eingangs schon gesagt, Eigenleistungspakete heißt, ich nehme in Paketform Sachen raus, die in der Ausbaustufe im Angebotsumfang enthalten sind. Und es gibt ein Pendant dazu, das sind die Leistungspakete. Das heißt also, hiermit, und ich klicke einfach mal drauf, biete ich in Paketform Leistungen an, die eben in der Ausbaustufe nicht enthalten sind. Das ganz, ganz Klassische hier ist natürlich der Keller. Das heißt also, wir haben hier ein Leistungspaket Keller und wenn Sie möchten, Achtung, alles im Standard enthalten, könnten Sie eins sagen, Sie bieten mit einem Klick einfach den kompletten Keller für den Bauherrn in Form eines zusätzlichen Leistungspaketes an. Das heißt, zum einen ist dieser Preis separat und zum zweiten ist das Ganze im Standard auch so eingerichtet, dass eben dort die komplette Beschreibung des Kellers im Angebot drinsteht. Sicherheit für Ihren Bauherrn, natürlich auch Sicherheit für Sie. Gleichzeitig kann das Ganze kombiniert werden mit Erdarbeiten, die angeboten werden können und natürlich auch andere Leistungspakete, die jetzt den Innenausbau im Keller betreffen. Wenn wir runtergehen, sehen wir natürlich, da gibt es auch noch andere Materialpakete für Ausbau etc. etc. Ich möchte an der Stelle ganz, ganz kurz nochmal auf eins eingehen. Wir haben bei den Leistungspaketen und den Eigenleistungspaketen Vorlagen. Diese werden nur im Moment im Branchenmodell Holz verwendet und zielen eben explizit auf diese Anführungszeichen Sondersituation, dass ein Holzhaus, was Sie selber produzieren, auf einen Keller gesetzt wird, der in der Regel eine Fremdleistung ist und indem Sie teilweise wiederum Ausbauleistungen machen. Heißt also, dass Sie sehr häufig hier verschiedenste Angebotsumfänge für diesen Keller haben. Und das ist die ganze Idee einer Vorlage. Wenn Sie sagen, ich habe häufig mal Varianten, da mache ich nur den Keller. Ich habe häufig Varianten, dass ich den Keller komplett ausbaue. Und ich habe auch Varianten, wo ich so in der Mitte bin, wo ich halt teilweise nur Sachen mache, üblicherweise teilfertig genannt. Und dafür sind diese Vorlagen schon von uns vorgedacht, können von Ihnen jederzeit verändert werden. Eine Vorlage ist nur eine Kombination von Leistungspaketen und Sie können das einfach per Klick auswählen, können sagen anwenden. Das Einzige, was passiert, Sie sehen an der Stelle, sind eine ganze Menge von Leistungspaketen gesetzt worden. Das, was Ihnen diese Vorlage abnimmt, ist, dass Sie 5, 6, 7 Mal klicken müssen. Ich hatte es gesagt, Holzbaukalkulation eben ganz spezifisch auf diesen kleinen und mittelständischen Holzhausbau ausgerichtet. So, und damit haben wir unsere Leistungspakete, unsere Eigenleistungspakete und sind, wenn wir in die Grundeinstellung gehen, damit hier unten bei dem Bereich Ausgabe. Wenn ich die Combo-Box mal aufmache, sehen wir, wir haben dort BLB-Vergleich und dynamische BLB. Ich hatte das schon eingangs gesagt, Idee Kalkulation VI ist, Sie planen ein Haus, Sie drücken auf einen Knopf, Sie kriegen das Angebot. Das ist alles. Und dafür dürfen Sie halt definieren, was ist das, was Sie üblicherweise ausführen. Wir nennen es in der Regel Standard Bau- und Leistungsbeschreibung. Und das ist genau eben diese Einstellung BLB-Vergleich, die letztendlich eins tut, die sagt, ich nehme den Standard, ich rechne den Standard und ich beschreibe im Angebot nur das, was abweichend zum Standard ist. Deswegen BLB-Vergleich. Die zweite Variante, und bitte Achtung, beide sind im Branchenmodell Holzbau komplett zu 100% hinterlegt. Die zweite Variante heißt dynamische BLB. Dynamische BLB bedeutet, Sie haben im Angebot eine 100%ige Beschreibung der Leistungen, die Sie dem Kunden anbieten.
Bedeutet für alle diejenigen von Ihnen, die entweder sagen, sie haben keine Standardbauleistungsbeschreibung, die sie als gedrucktes Dokument dem Kunden geben, oder aber für diejenigen von Ihnen, die sehr wohl eine Standardbaubeschreibung haben, aber bei Kundenangeboten, wo eventuell das, was der Interessent von Ihnen möchte, so weit von Ihrem Standard entfernt ist, dass die Mehrpreise, ne, so einen Stapel ausmachen würden, dann hätten Sie eben auch rein didaktisch die Möglichkeit zu sagen, für diesen Kunden machen Sie eben eine dynamische Baubeschreibung, beschreiben die einzelnen Ausführungen, damit eben nicht der Eindruck entsteht, dass das, was Sie üblicherweise tun, ganz, ganz weit von dem weg ist, was der Kunde möchte, was wiederum dazu führen könnte, dass der Kunde sich vielleicht bei einer anderen Firma besser aufgehoben fühlte. Also das sind alles die Varianten, die entsprechend hier hinterlegt sind.